Hallo und willkommen zurück zu Sims 3 Jahreszeiten. Kenzie kümmert sich noch um ihren kleinen Bruder. Und der jetzt auch logisch denken kann. Was ich tun wollte, ist Kenzie neu einkleiden, weil irgendwie gefällt mir nicht mehr so ganz so sehr, was sie anhat. Das können wir doch hier machen. Moment, sie hat ja eigentlich ihre, eigene Kommode. Ach, sieh mal eine an. Wer sitzt denn da in meinem Stuhl? Outfit planen. So. Elori ist noch auf der Arbeit. Mike sitzt in dem Stuhl und Amalia schuftet wie verrückt. Und ich finde, unsere Haushaltshilfe hat eine seltsame Frisur, die ist eigentlich für Frauen gedacht. Zumindest habe ich sie für Frauen runtergeladen. Wir müssen ihm, glaube ich, trotzdem mal die Windeln wechseln. So. Und Kenzie hat es zur Kommode geschafft. Quer durchs große Haus. Also. Die Alltagskleidung. Da wollte ich eigentlich, glaube ich, nur das Oberteil ändern. Also bei dem hier. Oh, das geht noch. Das andere gefällt mir eigentlich noch weniger als das hier jetzt. Ja, gerade schauen, was wir da so haben. Das wohl eher nicht. Was ganz anderes, na. Ich mag das halt total gerne, aber es hat Amalia jetzt schon an. Passt auch nicht so zu der Hose. Schwierige Sache wie immer. Ich nehme, glaube ich, das hier und ist dir die Frage, was habe ich doch andere Hosen auch? Also lange Sommer, jetzt brauchen wir auf jeden Fall ja noch was Kurzes. Wer ist eigentlich mit dem braunen Rock dazu? Ich weiß nicht, irgendwie bin ich heute sehr unschlüssig. Hallo? Tut es was? Okay. Ich überlege gerade, ob das...
Nicht wirklich, oder? Ah, Mann, ich weiß nicht. Ich dafür jetzt die ganze Folge brauche. Ich hetze mich dann halt auch immer so ein bisschen, weil ich nicht die ganze Folge dafür brauchen will. Und dann wird aber alles irgendwie scheiße und dann brauche ich dann doch die ganze Folge. Krummel, krummel. Also das Türkis mag ich an ihr echt ganz gern, aber da bräuchte ich irgendwas, was dazu passt. Nicht diese Hose. Aber vielleicht das Türkis auch dann bei einem anderen Oberteil. Ei. Okay, ich glaube, das lasse ich erstmal so. Outfit 2 war. So. Mach das. Okay. Man sieht halt leider im Spiel dann diese As you can. Details nicht so. Ich finde das ein bisschen schade. Naja, bald wird's Winter, da können wir sowieso das alles nicht mehr anziehen. Können jetzt für den Herbst vielleicht auch schon ein Outfit wählen, das vielleicht ein bisschen, wo sie ein bisschen mehr anhat. Hätte jetzt gerne noch mal eine lange Hose oder langen Rock. Sag ich so einen Rock. Hätte dann gerne noch einen Pulli. Man merkt, ich bin nicht so auf die Jahreszeiten eingestimmt. Ich habe noch nicht genug lange Sachen. Oder sowas mit einer Hose. Ich mag Brauntöne eigentlich bei ihr. Jetzt mal. Waren denn so ganz normale Hosen? Entweder Jeans. Sieht ein bisschen komisch gemustert aus. Rote Hosen. Hi. Wohl die mit einem anderen Oberteil könnten die. Oh, Moment. Ja, ich habe schon fast wieder 10 Minuten hier verbraucht. Wenn man die mit einem schwarzen Oberteil. Aha. Du weißt schon, in welche Richtung ich möchte. Wenn man da jetzt das Lila wegnimmt, was passt denn da?
ganz in Rot wäre vielleicht nicht so toll. Einfach was Weißes. Schwierig. Und schon gefällt es mir nicht mehr. Komisch, ne? So schnell geht das. ich glaube, heute ist kein guter Tag für das. Für Kleidung ändern bei mir. Ich habe so Tage, da gefällt mir irgendwie gar nichts. Und dann finde ich wieder was auf Anhieb. Ich weiß auch nicht. Machen wir es doch so. Und dann andere Schuhe noch. Ich musste mir jetzt auch in den Kopf setzen, diese rote Hose zu benutzen. Ich fand die witzig. Würde ich selbst wahrscheinlich nie anziehen, aber ich fand's witzig. Und da vielleicht solche Stiefel drauf. Okay. Und die Ohrringe müssen wir tauschen, weil die passen dann da auch nicht zu, weil die lila sind. Lila und Rot. Nee, geht nicht zusammen. Aber Rot und Rot geht natürlich zusammen. Okay, ich glaube, damit bin ich jetzt doch zufrieden. Dann haben wir einmal ein bisschen wärmere Kleidung. Dann haben wir das vom Anfang. Das ändere ich jetzt mal nicht. Und die kurze Kleidung. Oder halb kurz. Jetzt so für den Herbst nehme ich mal das. Okay. Mal sehen, ob mir das dann in 5 Minuten wieder nicht gefällt. Wieso wollen alle mit der Putze da plaudern? Ich soll seine Arbeit machen und dann verschwinden. Als würde man ihn gar nicht bemerken. So. Sie ist immer noch sonnengebräunt für 3 Stunden. Steht dir aber sehr gut. Was machen wir denn mit euch? Du musst noch dein Sportbuch lesen. Hm. Mike ist gerade ein glücklicher Sinn. Oh, noch 4 Tage bis zum Gruseltag. Ich nehme mal an, der Gruseltag ist Halloween. Da bin ich immer gespannt. Party und Randale, Gartenarbeit. Wo ist denn das Sportbuch? Ach, das war das Randale. So, du kannst doch jetzt eigentlich... Kannst du nicht schon aufs Töpfchen gehen? Nein, noch nicht. Kann er noch nicht. Ich glaube, da fehlt noch einmal. Ja, das schafft er jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Außer wir würden sehr zu spät zur Arbeit kommen. Mal gucken. Ja, gerade noch rechtzeitig kann er jetzt aufs Töpfchen gehen.
Und Amalie wurde schon wieder befördert. Vorstandsvorsitzende. Sie leitet damit mehrere Unternehmen. So, Kenzie ist jetzt unterwegs zur Arbeit. Und dann kann Elori vielleicht gerade mal den Tim füttern. Kannst du eigentlich auf dem Boden füttern? Level 10 möchte sie erreichen. Semi-Tim erfolgreich älter wird. Wann hat er eigentlich Geburtstag? Der müsste doch eigentlich jetzt demnächst. In 2 Tagen, okay. Geschäftspartner werden. Das können wir machen. Ach, mein Spiel hängt heute leider so ein bisschen sehr. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ich finde das Journalisten-Outfit sehr witzig. Aber wir wechseln das jetzt trotzdem wieder zum Mittagsoutfit. So, wie weit bist du denn, Mike? Fast fertig. Das schaffen wir noch. Dann kommst du vielleicht 2 Stunden zu spät, aber es geht. So, genau. Ich wollte, dass sie, dass die Amalia Partner wird von... Ach Gott. Kartenansicht und hoch, hier ist auch alles ganz herbstlich, die Bäume. Von wem wollen wir denn mal Partner werden? Gastronomie ist doch bestimmt ganz gut. Essen wollen sie doch immer alle. Das Buch war der absolute Bringer und voller hilfreicher Tipps für aktive Sportler und Sportinteressierte. Dein Chef lächelt jetzt sogar ab und zu in deiner Gegenwart und deine Jobleistung ist gestiegen. Gar nicht zu üben. Okay. Oder Wissenschaft? Kann man da eigentlich... Nee. Ach, da kann man Gartenarbeitunterricht machen. Von der Verbrecherkarriere. Können wir auch Partner werden. Ob die wirft vielleicht auch so einiges ab. Grippespritze bekommen. Okay. Sollten wir im Winter vielleicht dann mal machen. So, und dann können wir auch noch Partner von dem Wellness-Ding werden. Ich finde es aber jetzt witzig, wir werden von dieser dubiosen Gesellschaft hier mal Partner. Ich hoffe, die wirft einiges ab. Und die Geschäftsfrau radelt da natürlich wieder mit dem Fahrrad hin. Weiß ich nicht, wie sie das schafft mit diesem Rock. Behördliche Hindernisse. Gemäß einer neuen Stadtverordnung müssen Benson und wir jedes einzelne Konzert, das sie spielen möchten, einen Antrag stellen. Dein Chef hat wirklich keine Lust, sich mit Behörden auseinanderzusetzen. Wer hat das schon? Und hat dich beauftragt, im Rathaus alles zu regeln. Das können wir machen. Diese Tür da gerade. Ich hoffe einmal, er kommt da lebend wieder raus. Okay. Glückwunsch. Amalia ist nun Partner bei Dubios Lagerhausgesellschaft. Sie hat jetzt Anrecht auf die Profite, die sie wöchentlich abholen kann. Ach, die mich selbst abholen? Ist ja doof. So, ich glaube, wir hatten was im Post nehmen, Rechnung bezahlen. Dass die alle immer so spät arbeiten hier. Während Elori schon schläft. Ich
schmeiß dich aber noch mal raus, sonst bist du morgen früh oder mitten in der Nacht wach oder sowas. Sind auch sehr listig. Und der kleine Tim muss aber jetzt mal dringend ins Bett. Ja, wie lief das? Tschüss! Bitte! Baba Nivos! Baza! Hat Amalia eigentlich irgendwas Herbst-Winterliches? Nein, auch noch nicht. Es hat nur schon ihr Halloween-Kostüm. Müssen wir vielleicht auch noch was für sie machen. Und ich wollte jetzt mal das in die Sterne gucken. Das war noch eines ihrer Wünsche. Ich glaube, ja. Kenzie hatte den Wunsch auch. Und Mike wurde jetzt auch befördert. Erdnüsse, Popcorn, Hot Dogs. Hoffentlich halten deine Stimmbände einiges aus. Er ist ein super Snackverkäufer. Wir werden dann... Ich muss mal gucken. Vielleicht, wenn bei den Sims dann Wochenende ist, dass wir dann mal... uns den Festplatz angucken, jetzt im Herbst, wie er da aussieht. Ach schön, und jetzt sind die Bäume doch richtig rot und orange und so geworden, weil am Anfang waren sie eher so ein bisschen braun einfach nur. Das gefällt mir, das sieht sehr hübsch aus. Und wir können sogar das Laub haken. Mag das der Mike vielleicht mal machen? Nein, er mag, was macht er denn da? Darin spielen. Schön, das gibt's jetzt auch. Das kennen wir ja schon aus dem zweiten Sims 2. Und verbrennen kann man das auch wieder. Magst du das mal verbrennen, ohne dass da jetzt irgendwie das Haus bei abfackelt? Das ist immer etwas gefährlich. Einen Schritt zurückgehen, Mike. Er geht Hot Dogs zubereiten. Du kannst es ja noch übers Feuer halten. Schön. Ein Feuer. Jetzt haben wir verkohlte Reste. Ja, aber schön, dass man da jetzt auch die Sachen noch machen kann, die es halt auch so im zweiten Teil gab. Sachen zusammen, Blätter zusammenhaken, im Blätterhaufen spielen. Attraktive Gesellschaft, oh lala, Kenzie hat eine begehrenswerte Sim erblickt. Und der wäre? Ich gebe es langsam auf, dass sie und Ellory noch zusammenkommen. Ich tue natürlich dafür auch nicht wirklich was. Was kennen Sie denn überhaupt? Wop Noobel! Welchen attraktiven Sim hat sie denn gemeint? Shilak. Mushakalaki. Rupta! Sie hat gerade 20 Simoleons bei Emma geschnort. Du kennst so viele Sims, das ist unglaublich. Und sie versteht sich mit fast allen besser als mit Ellory, habe ich das Gefühl. Ich mache jetzt einen Verkuppelversuch. Ja, ja. Wenn Ellory gekocht hat. Und Kenzie möchte gemein zu irgendwem sein.
Und ihre Gitarrenfähigkeit verbessern. Dann spiele ein bisschen Gitarre. Und ja, mit diesen Tönen muss ich mich dann auch schon wieder verabschieden. Ich habe wieder ein bisschen überzogen, schon wieder 25 Minuten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.